Hallo, wir wollen heute eine Tarantula machen. So soll sie am Ende ausschauen. Was ihr braucht, 4 Farben von euren Gummis. Dann braucht ihr noch Perlen oder auch noch schwarze Gummis. Euren Loom und einen Haken, beziehungsweise bei der Spinne ist es am günstigsten, wenn ihr 2 Häkelnadeln habt. Setzt euren Loom so zusammen, dass alle 3 Reihen versetzt sind. Legt ihn so vor euch hin. Und wir fangen an mit den Beinen. Wir brauchen insgesamt 8 von den langen Beinen, 2 von den kurzen Beinen und die Fühler. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Die erste Möglichkeit wäre mit Hilfe von dem Loom. Dafür fangen wir oben an. Wir nehmen jetzt mal das kurze Bein. Es werden immer jeweils 2 Gummis benutzt. Das kurze Bein setzt ihr zuerst von eurer Hauptfarbe. 2-mal, also über 3 Stäbe. Dann nehmt ihr eure zweite Farbe. Die brauchen wir jetzt nur 1-mal. Und jetzt noch 2-mal eure Hauptfarbe. Wieder einfach hinterher. Na. So sieht dann am Ende das kurze Bein aus. Das machen wir jetzt fertig. Bevor ihr anfangt, müsst ihr um den letzten Stab einen Gummi darum wickeln. Einfach drum legen, drehen und mehrmals darum. So. Das war 1 zu wenig. Jetzt könnt ihr ihn abblumen, geht hinter den umwickelten Gummi und einfach Gummi rausholen und auf den nächsten Stab setzen. Das gleiche nochmal bis nach oben. So, wir lassen es erstmal drauf. Jetzt machen wir als nächstes in der mittleren Reihe, machen wir jetzt das lange Bein. Dafür wieder müsst ihr jetzt 3-mal mit eurer Hauptfarbe. Dann 1-mal eure zweite. Nun 2-mal Grund einmal die zweite Farbe wieder. Ich benenne es jetzt einfach, meine Hauptfarbe ist immer blau. Und die zweite Farbe ist immer das Rot. Und zum Schluss noch 3-mal Blau. So, wenn ihr das gemacht habt, wieder auf euren ersten Haken den Gummi mehrmals darum wickeln. Das will heute nicht. So.
Und jetzt lumen wir die beiden Reihen einfach mal ab. Also den erstmal den auch wieder, wie gehabt, hinter den umwickelten Gummi und bis nach oben hin auf den nächsten Stab. So. Und wenn ihr das gemacht habt, ziehen wir die Beine jetzt einfach mal ab. Und schon haben wir unser erstes langes Bein. Jetzt kommt eure zweite Häkelnadel zum Einsatz. Auf der bewahren wir uns erstmal die Beine so lange auf, bis wir sie brauchen. Dafür einfach da drauflegen und zur Seite. Jetzt noch das kleine Bein runter. So schaut das kleine Bein aus. Und auch wieder auf eure Häkelnadel. So. Jetzt zeige ich euch noch die zweite Methode, um eure Beine zu machen. Nehmt euch einen Gummi. Legt ihn auf euren Haken, wickelt ihn zweimal darum. Nun nehmt ihr euch zwei Gummis und diese beiden müssen jetzt durch das Umwickelte durchgezogen werden. So, dann das andere Ende, die Schlaufe, die ihr auf dem Finger habt, auch mit auf euren Haken. Und schon haben wir den Anfang gemacht. Wir wollen jetzt das kurze Bein machen, da brauchen wir jetzt noch einmal blau. Und das zieht ihr jetzt einfach immer wieder durch diese Schlaufen durch. Dann haben wir einmal rot. Wieder einfach da durch. Und noch zweimal blau. Was wir jetzt natürlich auch noch brauchen, fällt mir gerade ein. Wir müssen noch einmal weiß dazu tun. Das habe ich jetzt gerade bei den anderen zwei Beinen vergessen. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt haben wir einmal das Weiß da drauf. Jetzt nehmen wir einfach mal das Bein wieder runter. Und jetzt ziehe ich da auch einfach nochmal weiß rein. Und mit dem anderen Bein mache ich jetzt nochmal dasselbe. So, und auch nochmal weiß durch. So, und jetzt bringen wir diese Beine alle noch auf unseren Haken wieder. Einfach von der einen Nadel auf die andere. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr keine zwei Nadeln habt, für die Aufbewahrung gehen auch Zahnstocher, die ihr dann für jedes Bein dann da durchsteckt, damit die Schlaufen bleiben. So, und jetzt machen wir noch sieben lange Beine. Sucht eure Methode raus, die ihr am besten könnt. Das lange Bein waren drei blaue. Ein rot.
zwei blaue. Wieder einmal rot. Und noch dreimal blau. Und nicht vergessen, zum Schluss das Weiß. Wenn ihr das auf euren Loom macht, beginnt ihr zuerst ganz oben mit einmal Weiß. Und dann wie folgt: drei Blau, ein Rot, drei Blau, zwei Blau, ein Rot und nochmal drei Blau. Jetzt wieder auf unseren Haken. Jetzt mache ich das noch sechsmal. So, und das letzte Bein zeige ich euch jetzt nochmal auf dem Loom. Also, wir fangen mit zwei Weißen an. Dann dreimal Blau. Einmal Rot. Zweimal Blau. Einmal Rot. Und noch dreimal Blau. Wenn ihr das habt, wieder einen Gummi auf euren ersten Stab drumherum wickeln. Jetzt geht ihr hinter den umwickelten Gummi.
holt euch die beiden unten drunter und hebt sie auf den nächsten. Das machen wir jetzt die ganze Reihe. Immer rein und auf den nächsten Stab. Wenn ihr das habt, einfach wieder abziehen. So. Schaut genauso aus wie unsere anderen. Und den jetzt auch erstmal mit auf den Stab. So. Jetzt könnt ihr eure Augen, eure Perlen, schon mal auf einen Gummi ziehen. Ich habe es mit Hilfe eines Fadens gemacht, ich habe es schon vorbereitet. Den lasse ich auch erstmal darin. Ich sage euch nachher auch warum. Natürlich könnt ihr auch schwarz nehmen. Das zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das machen könnt. Das geht dann genauso. Für die Augen müsst ihr erstmal eure Grundfarbe nehmen, einen Gummi. Dann nehmt ihr euer Schwarz, legt es wieder auf euren Haken und wickelt den wieder vielleicht auch dreimal darum. Das gleiche mit dem zweiten auch wieder dreimal darum wickeln. Und jetzt einfach den einen Gummi da durchziehen. Wer jetzt keine Perlen zur Verfügung hat. So. So würde das dann ausschauen. Die Möglichkeit hättet ihr auch. Jetzt haben wir die Beine fertig und die Augen haben wir auch da. Jetzt fehlen uns nur noch die zwei Fühler. Die müssen wir auch noch machen. Die Farbe ist euch wieder frei wählbar. Ich nehme dazu ein anderes Blau. Nehmt einfach den Loom oder mit der Häkelnadel, wie ihr das möchtet. Ich mache wieder mit der Häkelnadel, davon brauchen wir zwei Stück. Wir nehmen immer wieder zwei Gummis. Und das Ganze mache ich jetzt viermal. Zwei, drei, und vier. Und dann auch einfach wieder mit auf euren Haken. So, das gleiche nochmal. Wieder da rumwickeln und viermal. Zwei. Drei. Und vier. Und wieder mit auf euren Haken. So. Wenn ihr das gemacht habt, einfach erstmal zur Seite legen. Jetzt kommen wir zum Körper. Nehmt dafür euren Loom. Wir beginnen wieder ganz oben. Es geht los mit Weiß. Dafür müsst ihr auf den mittleren ersten Haken nach links, dasselbe von der Mitte aus nach rechts. Nun geht ihr auf der linken Seite einmal nach unten ein zweites Mal und ein drittes Mal.
So, wenn ihr das habt, macht ihr das gleich auf der rechten Seite auch. Wieder dreimal. Drei. Jetzt geht ihr von dem linken Haken auf den mittleren Haken. Ein wenig schräg nach unten. So. Und auf der anderen Seite dasselbe, damit es dann so ausschaut. Jetzt machen wir die Mitte. Dafür nehmt ihr euch eure zweite Farbe, beziehungsweise wir nehmen Rot, fangt wieder von oben an und das Ganze viermal nach unten. So, aufpassen, dass die wirklich schön übereinander liegen. Wenn ihr das habt, nehmt ihr wieder eure Hauptfarbe, geht von der Mitte nach links, dann von auf der linken Seite zweimal nach unten. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite wieder von der Mitte nach rechts und zweimal wieder nach unten. Und in der Mitte machen wir das Ganze dreimal. Wieder von den mittleren, wo wir das Blau angesetzt haben, drei Stück nach unten. Nun wechselt ihr wieder zu eurer zweiten Farbe, zum Rot. Geht auf der linken Seite von dem letzten blauen Stab. Geht ihr eins nach unten, das gleiche auf der rechten Seite, eins nach unten und auf der Mitte auch. Und nun schließen wir das noch. Dafür von links auf die Mitte und von rechts auch auf die Mitte. Und so sollte die ganze Sache ausschauen. Jetzt müssen wir noch, damit die Spinne auch einen kleinen Bauch bekommt, ein wenig rund wird, müssen wir jetzt für hier noch was ansetzen. Dafür braucht ihr wieder von eurer Hauptfarbe. Nehmt euch eure Hauptfarbe. Einfach den nächsten Stab nehmen. Wir tun es zweimal, die Gummis ziehen, zweimal und von Rot machen wir dasselbe auch noch einmal. So und so. Das Ganze brauchen wir zweimal. Weil wir wollen ja rechts und links einen Bauch erzeugen. Also machen wir dasselbe gleich nochmal auf der rechten Seite. Wieder einfach den nächsten Stab nehmen und auf den weiteren. Zweimal blau und zweimal rot. Wenn wir das haben, kommen wieder auf den unteren, wieder ein Gummi drum, den wir wieder so drum wickeln. Auf den anderen auch.
Und jetzt wieder einfach abmachen, wieder hinter das Umwickelte gehen und die unteren beiden Gummis nehmen und auf den nächsten Stab. Das wieder bis da hoch. Die rechte Seite machen wir auch gleich, wieder hinter das Umwickelte. So, wenn ihr das gemacht habt, ziehen wir die eine Seite mal runter, wir nehmen es mal rechts. Und nun befestigen wir das Stück. Dafür braucht ihr euren ersten Plauen. Und die Schlaufen, die ihr auf euren Haken habt, bringen wir jetzt auf diesen Stab. So. Einmal. Nun sucht ihr euch diese Schlaufe, das Umwickelte, und zieht es auf den mittleren roten Stab. Einfach dahin ziehen und darauf bringen. So. Und dann einfach wieder zur Seite ziehen, damit sie an der Seite dran ist. Drückt die ganze Sache ein wenig nach unten. Dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Zieht erstmal von eurem Loom runter. Jetzt wieder auf diesen blauen Stab bringen. So. Dann wieder eure Schlaufe suchen. Mit der Nadel hineingehen und auch mit auf den mittleren Stab ziehen und darüber. So, und zum Schluss wieder ein bisschen nach unten drücken und an den Rand ziehen. Und so sollte das jetzt ausschauen. Jetzt nehmen wir unsere ganzen Beinchen und befestigen das alles hier ran. Zuerst nehmen wir unsere Fühler. Die zwei müssen auf den oberen mittleren Stab. Ihr könnt es jetzt einfach so nach unten ziehen und drauf machen oder ihr nehmt wieder eure zweite Häkelnadel. Holt euch das runter und macht es so fest. Einfach so, der erste. Jetzt kommt noch der zweite darauf. Auch wieder einfach darauf. Und drehen den mal auf die andere Seite. So. So schaut das nun aus. Jetzt kommen die langen Beine. Auch erstmal von eurer Nadel holen. Und die kommen jetzt jeweils auf beiden Seiten auf diese vier Stäbe, wo wir die weißen Gummis darum gespannt haben. Machen wir jetzt einfach mal fest, auch wieder einfach darüber. Und das wird jetzt mit allen Beinen gemacht. Mit den großen.
So, jetzt die andere Seite. So, jetzt haben wir die ganzen langen Beine fest. Jetzt kommen noch die kurzen. Und die kurzen kommen von links und rechts noch darauf. Und nun noch die andere Seite. Und nun haben wir alle Einzelteile befestigt. Jetzt befestigt ihr eure Augen. Dafür, ich habe in meinem Fall meine Kugeln und habe noch diesen Faden, mit dem ich den Gummi durch die Augen gezogen habe, noch dran. Ich zeige euch jetzt auch warum. Ich nehme jetzt meinen Haken, gehe in die Schlaufe von dem Gummi danach raus, guckt. Nehmen wir den und befestige den erstmal, setze ihn auf den Stab, drücke das alles schön nach unten. So, ich setze ihn jetzt hier drauf. Na? Jetzt kann ich mir die Augen wieder ein Stückchen zurechtschieben und setze das andere Ende auch einfach darauf. Und da habe ich zur Hilfe meinen Faden, womit ich den Gummi einfach ziehen kann. Und schon haben wir es drauf und dann den Faden einfach weg. Die Augen jetzt schön nach rechts und nach links schieben. Und nun habt ihr ja hier den Gummi so doppelt liegen. Ihr nehmt davon einfach mal ein und zieht den auf den nächsten Stab und damit auf den zweiten. Nur einen. Der andere Gummi ist noch dahinter. Ich habe jetzt nur einen. Der andere steckt dahinter noch. Und die Augen rechts und links. Jetzt nehmt ihr euch die weißen Gummis wieder. Jetzt wird jeweils immer nur ein Gummi benutzt. Und die spannen wir jetzt jeweils zu einem Dreieck darüber. Der erste wird von den zweiten Stäben, jeweils rechts und links, einfach darüber ziehen. Denkt daran, eure Beinchen immer runter zu drücken, dass noch genug Platz ist. Und nun müsst ihr den oberen Gummi auf diesen Stab bringen, wo ihr gerade die Augen daran befestigt habt und den ersten Gummi darüber gezogen habt. Jetzt nehmt ihr wieder einen weißen und unten drunter genau dasselbe. Wieder darüber und auf den oberen mittleren Stab. Noch einmal mit weiß. So. Das obere Stück haben wir nun. Und jetzt nehmt ihr euch wieder blau. Und nun einmal lasst ihr frei, weil da haben wir euch schon ein Dreieck. Ihr geht jetzt auf die zweiten, wo das Blau darüber gespannt ist. So, und auch wieder auf den oberen mittleren legt er den oberen Gummi. Jetzt haben wir das eine blau. Jetzt nehmt ihr euch rot und gleich auf die nächsten beiden gehen. Und wieder auf den mittleren. Und noch einmal wieder rot, auch darüber. Und wieder auf die Mitte. So, und jetzt haben wir das Ganze soweit fertig. Jetzt können wir alles
runter machen. Geht in die Mitte, hinter diesen oberen ganzen Gummis. Und die rechten Gummis brauchen wir. Die von der rechten Seite, die liegen mit oben, diese drei, diese zwei Gummis. Also hinter die oberen Gummis durch und die oberen beiden brauchen wir. Jetzt brauchen wir die linke Seite, die linken Gummibänder. Das sind wieder einfach hier oben hinter die Gummis und die oberen beiden wieder und nach links. Und das gleiche jetzt mit den letzten beiden, das ist jetzt die Mitte. Und schon haben wir den Anfang gemacht, so schaut es aus. Jetzt machen wir die Mitte erstmal bis zu dem Blauen nach oben. Geht wieder einmal in die Lücke rein. Nehmt euch die beiden. Bis zum Ende vom Blau. So, haben wir gemacht. Jetzt machen wir die linke Seite. Jetzt wieder aufpassen, geht wieder hinter die ganzen Gummis. Und die unteren beiden brauchen wir. Diese rausziehen und auf den nächsten Stab. Wenn das jetzt ein bisschen schwer ging, zieht das hier ein wenig locker und schon ist der Gummi hier rumgeschnappt. Weiter geht's. Jetzt hinter den roten Gummi gehen und auch wieder nur die unteren beiden. Mit dem Blau dasselbe dahinter, die unteren beiden. Nun von diesem Stab auf den mittleren blauen. So, jetzt machen wir noch die rechte Seite. Auch wieder einstechen und die unteren beiden brauchen wir. Hier wieder das gleiche, zieht es hier ein bisschen locker und schon rutscht der Gummi nach. Jetzt wieder hinter den roten und die unteren. Und jetzt auch beenden bis nach oben in die Mitte. Jetzt geht ihr hier oben bei dem blauen rein und ihr müsst den roten Gummi erwischen. Nur die roten. Rausholen. So. Jetzt braucht ihr wieder die rechten, die oberen weißen. Wieder da rein, die oberen beiden, nach rechts. Das geht ein klein wenig schwierig. Nach rechts. Wackelt wieder ein bisschen dran, drückt es ein bisschen locker, damit das wieder nachrutscht. Und nun noch den rechten. Nee, die linke Seite. Nur noch die linke Seite. Das sind jetzt die letzten Weißen. Ein bisschen wackeln. Und mit darauf bringen.
wieder ein kleines bisschen lockern. So. Der Anfang ist gemacht. Jetzt beenden wir die linke Reihe, die rechte Reihe und die mittlere. Zuerst beginnen wir mit der mittleren. Da wieder einfach immer wieder nach oben gehen. Und der letzte von der Mitte. Da geht ihr hinter dieses grüne Band, was ihr von den Augen darum gemacht habt, geht dahinter und nehmt euch die zwei Gummis und da drauf. Jetzt machen wir die linke Seite. Auch wieder hinter alle Gummis durch und nur die unteren beiden. Immer weiter, immer wieder die unteren beiden. Bis nach oben. Zur Sicherheit schaut immer mal, wo eure Gummis genau sind. Da einstechen. Und langsam hoch. Und ganz vorn drückt ihr ein wenig nach unten. Jetzt wieder da rein und nur die unteren Gummis. Aufpassen, dass ihr genau immer zwei Stück erwischt. Jetzt haben wir sie und darüber. Jetzt machen wir noch die rechte Seite. Wieder genau das Gleiche. Bisschen lockern. Ja. Unteren beiden wieder das Bein zur Seite nehmen. Nochmal genau gucken. Da sind sie. Wieder raus. Und darüber. Noch zweimal. Wieder da reinstechen, unteren beiden und raus. So, und noch einmal auf die Mitte und auf die Mitte. Zum Schluss geht ihr mit eurer Nadel durch den vordersten Stab, durch alle Gummis durch. Nehmt euch noch einmal zwei Weiße und diese beiden Weißen müsst ihr da jetzt hindurchziehen. Da jetzt durch. Wenn ihr das habt, erstmal auf euren Haken. Nun müssen die vorderen beiden Schlaufen durch diese blauen Schlaufen durchgezogen werden. Dafür haltet ihr jetzt diese Gummis fest auf einen Finger, zieht diese anderen beiden Gummis erstmal vor diesen Stab. Jetzt zieht ihr diese Fühler lang, damit ihr dahinter einstechen könnt. Um es genau zu sehen, da habe ich durchgestochen
Und jetzt müsst ihr diese beiden Gummis, die ihr auf euren Finger habt, da durch das blaue durchziehen. So. Wenn ihr das habt, müsst ihr die vorderen beiden Schlaufen in die hinteren beiden Schlaufen durchziehen. So. Und die ganze Sache jetzt versuchen, ein bisschen festzuziehen. Das können wir auch später nochmal machen. Und nun kann die ganze Spinne runtergezogen werden. Helft am besten mit eurem Haken. Ich fange oben an, weil das sind recht viele Gummis. Manchmal auf einen Haken drauf. So. Der Anfang einmal unten ist, geht der Rest. Die Beine sind noch mal ein bisschen schwieriger. Alles nach unten ziehen. So, ich habe sie nun abbekommen und das wäre unser Stück. So schaut sie aus. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!